Wusstet ihr, dass ihr mit dem Kauf dieses Schlüsselanhängers dieses Auto bei uns gewinnen könnt? Ich würde sagen, ihr solltet mal Setting Crew Shop, ne, Schlüsselanhänger kaufen und die Chance haben, diesen Hyundai i10 zu gewinnen. Guten Morgen, meine Lieben. Wir sind mal wieder on Tour. Diesmal nur PPUV und ich, und zwar mit dem Aston Martin Vantage GT8. Es geht zu Sloty, ne? Wir haben nämlich ein großes Porsche-Wochenende und da nehmen wir euch natürlich mit. Also meine Lieben, wir sind jetzt im GT8 PPOV fährt. Zum Glück, wir müssen ein bisschen lauter reden, glaube ich. Ja, das stimmt. Es ist nicht gerade das leiseste Auto, aber wir sind jetzt erstmal auf dem Weg zu Grey. Genau. Ganz wichtig, E63S abholen. Der ist jetzt die ganze Abgasanlagenplanung und so weiter und so fort fertig. Es wird dann fertiggestellt, sobald wir den TTLS auch abholen. Genau. Dann geht es weiter Richtung Dödeldorf. Yep. Da treffen wir uns mit dem lieben Sloty. Sloty, genau. Ich freue mich schon, Sloty. Ne? Also, ich hoffe, es gibt morgen früh eine, wie er sagte, noch mal eine Espresso. Espresso. Ein Espresso bei ihm. Das wäre schön, ja. Und genau. So, wir sind auf dem Weg, ein bisschen Porsche Day und so weiter und so fort. Also werden wir morgen dann geupdatet. Ihr seid mit am Start. Ein bisschen Porsche halte ich jetzt ja mal für untertrieben. Große Porsche Day für uns. Oh, wichtige Porsche Day. Ja, da ist richtig was los. Ja, ja, man hat dich noch nie gesehen, wie du GT8 fährst. Nee, ich bin selten bisher GT8 gefahren, aber ich muss sagen, also ist gut. Bestes Auto, was du bis jetzt jemals gefahren bist, ne? Ja, wäre natürlich noch geiler, wenn das Wetter gut wäre. Wir haben jetzt hier nicht beschissenes Wetter jetzt, aber kann man sich halt nicht aussuchen, ne? Aber ist gut, ne? Ja, eine lange Fahrt. Ja, Straßenlage ist gut, Sitze sind perfekt. Auch das wieder, wenn man überlegt, aber wir haben ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. So alt ist er ja eigentlich gar nicht. Das ist natürlich die Realität, wenn man solche Außenshots schnell machen möchte. Man muss ganz zurücklaufen. Aber gut, wir haben noch um die 120 Kilometer to go und dann sind wir da. Vom PPOV, wie läuft's? Gut soweit. Wetter ist mittlerweile ein bisschen trockener zumindest. Ja. Ja, doch, alles gut. Jetzt gibt es eine kleine Coffee-Fellows-Pause. Guten Appetit. Danke, Leute. Frühstück erliegt. Oh, ich habe einen Spoiler. Frühstück? Das war, also für mich war das Frühstück. So. Ja, das soll ich sagen. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Oh, das Kind. Jetzt treffen wir wieder in GT8, 90 Kilometer etwa to go. Ja. Und dann sind wir auch schon bei Grail. Ja, ja. Tada, next stop. Wir sind an der Tankstelle und schaut euch mal an, wie viel Sand in den Felgen drin ist. Nicht gut, sehr dreckig. Komplett auch der ganze Booty. Dirty. Ja, ganz, ganz, ganz schlimm. Wir tanken jetzt noch, haben noch 8 Kilometer oder so bis zu Grail. Ja. Und ja, also läuft alles gut. Ja, ganz günstig für 2,63,9. Aber das Mutt. Ja. So, jetzt waren doch 181 Euro für den Tank und es geht weiter. Es ist das erste Mal in der Geschichte von Grail, dass wir hier sind, die Sonne scheint. Sehr verrückt. Aber wir sind hier, den E63 abzuholen. Also, meine Lieben, spotten wir mal ein Auto. 3, 2, 1, bam. Wo der TT gerade ist, weiß ich leider gar nicht. Scheint nicht hier zu sein. Aber dass wir Patrick schon wissen, wo das Auto ist. Naja, Riesendank an Grail, wie immer. Wir fahren jetzt weiter Richtung Düsseldorf. Also, meine Lieben, wir haben es geschafft nach Düsseldorf. Wir sind hier über das Wochenende im Hyatt. Wohnen wir und können gleich mal ein bisschen Carspotting betreiben. Da ist ein schöner kreidefarbener 812, der wunderschön aussieht. Ich hoffe jetzt nur, dass ich hier nicht aufsetze. Betet bitte für mich. Betet. Perfekt.
Ja, so wunderschöne 812 GTS. Schon mal am Start. Dann haben wir noch einen McLaren Artura. Auch nicht schlecht. Die fahren nicht schnell, und dieser Sound von diesem Auto einfach zu gut. Aber sonst, glaube ich, sind hier nicht so krasse Autos. Müssen wir mal gucken, was hier noch so abgeht. So, Carsporting-mäßig gab es leider nichts mehr, aber wir haben geparkt, werden jetzt einchecken und dann mal gucken, wie weit es Loti ist, ne? Yep. Also, wir sehen uns später. Eingecheckt haben wir jetzt, was schon mal sehr gut ist, und ich dachte mir, ihr kriegt natürlich auch eine kleine Roomtour, wenn ihr mit uns on Tour seid. Also, Eingangsbereich, schönes Bad eigentlich. Alles gut aus. Riesendusche. Dahinter ist die Toilette versteckt. Wie man sehen kann, immer ganz wichtig. Dann Schlafbereich natürlich hier. Irgend so ein Bild. Kaffeemaschine ist natürlich auch mit am Start. Aber wirklich, sieht top aus. Finde ich wirklich sehr schön. Auch relativ coole Aussicht. Man sieht leider aktuell nicht so viel. Aber hat was. Wir sind jetzt wieder draußen vorm Hotel. Hier war gerade noch ein schöner satinweißer Wraith. Und noch ein grüner Audi, ist auch ganz cool aus. Aber wir warten jetzt gerade auf unser Taxi. Ne? Ich glaube, Taxi kann man gut sagen, da das Kfz wirklich ist gelb. Ja. Und bin mal gespannt. Gelb ist es. Ob hier irgendwas anderes Cooles noch steht, ich glaube aber nicht. Deswegen warten wir mal ab, bis wir abgeholt werden. Mit der linken Hand heute? Mit der linken. Kommt von Herzen, oder was? Richtig. Ja, geil. Schön. Alles klar. Ja, freut mich sehr. Ja, gut. Welchem Auto seid ihr eigentlich hier? GT8 und E63S Final Edition. Okay, also du seid einfach mit zwei Autos gefahren, weil dein Vater hat eine Hundeallergie. Und richtig, ich habe eine Katzenhaarallergie. Also ich habe echt Angst, bei Jan jetzt ein bisschen mitzufahren. Ne? Ja. Also auf Nürburgring fahre ich, war es echt langsam. Ich habe da auch noch so ein Video im Blick, was ich gesehen habe, und das sah nicht gut aus. Aber Jan, jetzt nicht in die Wand oder so. Ah, hi, jetzt geschmeckt? Sehr gut. Richtig. Ja, ich habe mal natürlich wieder ein sensationelles Restaurant ausgesucht. Ne? Ohne Wartezeit oder so, ne? Weltklasse. Ne? Richtig Essen geil. War gut. Essen war sehr gut. Die haben gesehen, wer da ist, und sofort ja, ein roter Teppich, alles. Ne? Hallo? Was soll man sagen? Ja, echt? Da war ich um Klo gerade. Die haben noch Straßenbahn. Ui. Es sieht ein kleiner Kulturschock hier an. Die habe ich, das ist meine. Ach so. Ja, die fährt nur zum Westflügel. Und die habe ich jetzt extra rausgekramt, damit ihr nicht so weit laufen müsst. Das ist aber sehr nett. Vielen Dank. Mein Vater hat ja auch Rücken. Ja. Nacken. Entschuldigung. Danke, Kati, Nacken. Ja, in eurem Alter ist das schon ein bisschen schwer, ne? 6,5 Stunden später. Wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Sorry, dass wir uns jetzt erst melden. War noch sehr lustig mit Jan gestern, so würde ich das mal behaupten. Aber ja, wir sind mit dem GT8 jetzt da. Porsche Dienstlaken sind wir natürlich am Start. Wart jetzt gleich noch auf Sloty, denn wir sind überpünktlich. Wir haben 8.25 Uhr. Official Opening ist um 10 von der Veranstaltung, 10 bis 16 Uhr. Und ja, ich bin mal gespannt, was wir euch über das Wochenende so berichten können zum Thema Porsche. Sollte ziemlich cool werden. Weil es ist ja noch ein Porsche, alles voller Porsche bei Porsche, komisch. So sieht ein motivierter Mann aus. Guten Morgen. Moin, Bärchen. Gut geschlafen? Mhm. Ja, das freut mich. Wo sind wir denn hier? Ja, immer gut, dankeschön. Ja, wir sind im Porsche Zentrum Dienstlaken, Eröffnung. Mhm. Ja. Haben viele wunderschöne Sachen stehen. Tolle Farben auch. Ja. Und dich? Und mich. Und das UFO. Und das UFO. Willst du mal kannst du einen kleinen Sneak Peek geben? Vom UFO? Oh, ja, vom UFO? Ja, nur so ein bisschen. Ja, kann ich machen. Weil das Video kommt ja erst in einer Woche oder zwei. Deswegen ist das ja eh schon alles erledigt bis dahin. Schon ein Schiff, ne? Ja, das ist ein Schiff, ja. Das ist ein Schiff. Hier, Sneak Peek. Das ist doch genug gesneak peekt, oder? Frechheit. Ja. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Ja, ist schon geil. Das ist schon sehr geil, ja. Bisschen Carbonara hast du auf dem Auto, glaube ich. Ja, es ist. Muss mal waschen. Nee, das lag aber nur daran, für den Lack hat es nicht gereicht. Genau. Ach so. Sonderlack ist ja so teuer bei Porsche. Da habe ich gesagt, komm, dann lass den Lack weg. Oh. Ne? Wir können ihn gleich mal ganz kurz anmachen, also Zündung anmachen. Mhm. Weil dann haben wir nämlich pornomäßiges Licht. Ah. Gucken wir gleich mal. Mit dem. Genau.
Also jetzt sehen wir ihn mal, dem wunderschönen GT3 R in ganz, aka UFO. Finde ich, sieht echt geil aus. Vollcarbon, natürlich mit den Neon-Akzenten, sieht wirklich sehr gut aus. Na, sieht auch gut aus. Das war gerade eine schöne Perspektive, Jan. Hi. Glückwunsch zum Auto. Danke. Sieht geil aus. Die Tür hält leider nicht, ne? Nee, so windig ist und die Tür so leicht. Ja, ja, es ist echt war problematisch. Durchzug, ja. Soll ich das Auto für dich vorstellen? Ja, stell nur mal das Auto vor, du kennst also, dich ja aus. Also, hier haben wir einen GT3 R. Also man kann echt sagen, was man will, aber das Ding ist ein richtiges Monster. Iron Force Racing natürlich. Schon echt geil. Was sagst du dazu? Ja, ich finde es immer wieder faszinierend. Ein Viech, ne? So ein richtiges Rennauto ist natürlich schon mal ein anderes Level. Ja. Wäre natürlich gut, hätte das Auto einen Fahrer, der es fahren könnte, nicht so wie Jan. Ja, das ist immer schwierig. Ja, ja, das ist echt problematisch. Aber schon geil, ne? Aber wir dürften nicht mal einkaufen. Nee. Das ist schon wieder traurig jetzt. Ja, das stimmt nicht. Also wir müssten fahren. Genau, also du musst dich dann für die Rennserie einschreiben, dann darfst du so ein Auto auch kaufen. Ja. Allerdings wäre das, glaube ich, auch nicht das ideale Einsteiger-Rennauto. Doch, wenn Jan das fahren kann, können wir es auch fahren. Ja, wahrscheinlich. Also schon sehr, sehr, sehr cool. Mr. BBB hat endlich mal wieder eine tragende Rolle übernommen, nämlich er trägt das Handy und macht hier so ein bisschen behind the scenes. Jetzt seht ihr hier die Vorbereitung. Na, guck mal, der liebe Jan wird gerade verkabelt. Wow! Ach, fühlt sich... Ja, fühlt sich gut an. Genau. Guck mal, Alex ist schon fertig. Natürlich. Lächeln mal. Man muss immer fern. Genau. So, ah, guck mal, da kommt. Jetzt müssen wir hier gleich aus dem Weg. Jetzt wird hier einmal durchgewischt. Nee, das ist schon ein bisschen ausgemacht. Ich wollte. Welche Farbe hat der Zunge blau? Sag mal, ihr wisst schon, dass das für kleine Kinder ist. Jetzt versaut doch den kleinen Kindern nicht hier die. Wir machen doch gar nichts. Wir helfen. Guck mal hier. Da war einer motiviert. Das ist der Piggy. Guck mal, hat eine blaue Powerade. Also ihr könnt jetzt wirklich mal sehen, wie chaotisch es ist, wenn so ein Video entstehen soll. Na, also drei Köche versalzen definitiv den Brei. Ja, keiner weiß so richtig, was geht. Einmal jetzt was war nicht wert. Einmal mit Profis dabei. Das ist einfach eine Katastrophe. Ja, aber dann hättest du dir ein anderes Team aussuchen sollen. Ne? Wie gesagt. Also die Jungs wollen unbedingt das UFO sehen. Und das hat keiner gesagt. Keiner hat gesagt, dass er das Ding sehen will. Ja, Fabian, bitte carry das jetzt. So, komm, Francisco, wir gehen Kaffee trinken. Ihr habt da keinen Bock drauf. Vom Hund. Porsche GT3 R, Carbon mit Gelb. Also wir haben ein wunderschönes Kfz. Stahlkraft Racing. Oh Mann, ich glaube, das reicht erstmal als erster Eindruck. Also mein Lieben, ich muss mich ein bisschen beeilen. Hier läuft nämlich Musik, aber... Schall weg vom Lautsprecher. Regnet. Aber wir kriegen jetzt was zu essen. Haben schon was zu trinken. Es gibt leckeren Krüppelburger. Wir sehen uns drin. Da wir aber Porsche sind, ich muss ein bisschen näher mit euch reden wegen der Musik. Ich glaube, wir kaufen ein Auto. Und zwar dreht es sich dabei um diesen wunderschönen 992 Carrera 4 GTS in Rot. Wirklich sehr, 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 sehr geiles Auto. Da können wir mal fragen, sollen wir das Auto kaufen? Ja. Okay, perfekt, dankeschön. Schönes Auto, da sind wir gerade dran, wir warten noch auf Feedback. Aber sobald dieses Video live ist, werden wir wissen, ob wir das Auto gekauft haben oder nicht. Das Auto wird nicht wirklich auf Set & Crew unterwegs sein, aber ich wollte euch trotzdem zeigen, mit einem Privatwagen. Aber jetzt mal ernsthaft, der Spec, schwarze Felgen, rote Bremssättel, roter Lack, drin silberne Stitching, silberne Gurte, 1A. Also meine Lieben, wir fahren... Oh, ist das windig. Okay, wir fahren jetzt los. Gut, wir sitzen jetzt wieder im GT8 nach einem schönen langen Tag bei Porsche. Ne? Ja. Eventuell mit einem neuen Kfz. Wir werden es herausfinden, was da noch so alles passiert. Ich saß auch gerade im GT3R drin. Einsteigen sehr unangenehm. Jetzt ergibt es den, warum die ganzen Rennfahrer alle so Zwerge sind. Lass das bitte die Rennfahrer nicht hören. Ja. Ist schon schön, wie so ein V8 klingt, ne? Wenn man gerade den ganzen Tag bei Porsche war. Und wir haben einen Bobbycar gekauft. Ja. Brauchten wir. War ganz wichtig, da mein PPO. Entschuldigung, damit Luis jetzt zur Arbeit kommt. Mann, das ist mein. Den braucht Luis leider. Richtig cool. Miami Blue. Ja, set in Miami Blue. Set in Miami Blue. Aber wir fahren jetzt erstmal Richtung Hotel. Dann treffen wir uns nochmal mit den Jungs, gehen noch was Abendessen und so weiter und so fort. Und eventuell muss ich morgen dann noch Uber spielen. Aber das werden wir alles noch in diesem Video erfahren. Wir
wir sind wieder beim Hotel und es ist einfach nur kalt und Kackwetter, ne? Es ist echt nicht schön. Wir müssen noch ein paar Minuten warten, da vorne sehe ich was Blaues kommen. Ja, und wie man hier rechts sieht, haben wir hier McLaren Artura, Bentley Container GTC, dahinter ist noch GT, kein GTC. Dann ist da noch ein 812 und ein Maybach 261 oder 62? 62. 62 erst. Und ja, ein paar coole Autos am Start. Wir warten jetzt noch auf die andere Truppe. Genau. Und dann geht's weiter. Restaurant. Yes. Wenn jemand Soße sagt, nicht Aggression. Was hast du? Soße? Soße. Wie schreibt man Soße? Soße. S-O. S-E. Und wie spricht man es aus? Soße. Soße. Es ist übrigens auch die Orange und nicht die Orange. Ui. Sprachenlevel-Bubble hier. Meine Mutter ist Deutschlehrerin. Eieieiei, du armes Kind. Du hast eine harte Kindheit gehabt. Ja, nee, meine Mutter ist eine coole Sau. Ist cool. Oh Gott, jetzt werden wir gleich wieder Ärger kriegen auf YouTube, weil das Kamerabild schlecht ist wegen dem Licht. Was ja, sagen wir dazu? Ja, aber komm, entweder wollt ihr mit oder ihr wollt nicht mit, wenn es dunkel ist, ne? Richtig. Wir warten jetzt auf die kleinen Mädels, auf Jan und so. Also, ja, ach, da ist Jan. Jan ist schon mal da, wo ist der Rest? Hallo Jan. Hallo. Da ist noch einer. Da ist noch einer Rest. Es fehlt noch ein dritter. Noch ein dritter Rest fehlt. Noch ein dritter Rest. Und dann geht's in die Tiefgarage. Das wird toll, ne? Das ist heute ist das Videodrehen irgendwie ein bisschen kompliziert. Also die Jungs sind irgendwie alle ein bisschen schwierig. War auch ein langer Tag, oder was sagst du? Ja, das ist ein bisschen kompliziert, die Jungs heute, oder? Irgendwie nerven die, ne? Warum ist das meine Schuld jetzt wieder? Okay. Also, wir kommen jetzt hier an, da machst du so ein bisschen Top Gun Style, okay? Und dann Video normal. Ah, okay, okay. Jahre später. Guckt euch mal diese motivierten Gesichter an. Ab jetzt ist der Kameramann in Lebensgefahr. Ab jetzt. Hey, komm, wir gehen einfach. Das hat keinen Sinn mit dem. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, sagen wir mal so. Gestern Abend wurde es noch ein bisschen länger. War aber lustig, haben viel gefilmt. Cooles Video wird auch auf definitiv auf Jans Kanal kommen. Deswegen solltet ihr es definitiv abchecken. Aber jetzt, ich habe erstmal alle meine Sachen zusammengepackt und werde mich jetzt auf den Weg machen Richtung Cave. Lange, lange Fahrt. Ich habe 2 Reifen. Das Wetter ist richtig schlecht. Das heißt, wir werden eine schöne, langsame, gemütliche Fahrt im GT8 haben. Und ja, ich würde sagen, ich gehe mal auschecken und ich nehme euch natürlich noch mit. So, ab in den GT8. Und los geht's. Also meine Lieben, wir machen eigentlich ganz guten Progress, sind jetzt hier bei der Shell, warten, dass wir tanken können, weil die Säule ist obviously im Popo. Ja, aber die Tour läuft bis jetzt ganz gut, hatten sau viel Regen, aber es wird besser. GT8 läuft natürlich perfekt. Kleines Update von mir und meinen verrückten Haaren. Es wird besser. Also Wetter ist mittlerweile, wie man sieht, gut. Schön ist, die Straßen werden noch trocken. Und ja, wir können jetzt so langsam ein bisschen schneller fahren. Wir haben es geschafft. Ich gehe mal ins Licht, ne? Ein bisschen besser erkennt. Wir sind wieder an der Cave. Ich bin ein bisschen müde. Ja, das ist alles gut. Wir hatten wirklich ein mega Wochenende. Lieben, lieben Dank an alle, die mit am Start waren. Logischerweise Porsche Niederrhein, also ins Dienstlaken. Dann natürlich danke an Jan. Dann natürlich danke an Fabian. An alle, die da waren. Wirklich ein riesen Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Und wir sind große Schritte gegangen Richtung Porsche. Vielleicht kommt da bald mehr. Wir müssen jetzt abwarten. Wir haben gesagt, dass ein großes Porsche-Update kommt. Das wird auch kommen. Nur wir haben jetzt Sonntag und Sonntag arbeitet keiner. Das heißt, ich glaube noch ein paar Tage und dann werden wir ein paar Infos bekommen. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, da hinten der Hyundai übrigens, falls ihr noch nicht habt, ne, bestellt einen Schlüsselanhänger. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.